Über die nächste Sprecherin freue ich mich persönlich ganz, ganz besonders. Sie ist eine Kämpferin, sie ist Bildungswissenschaftlerin und ganzheitliche Therapeutin für Menschen von 0 bis 99. Dr. Merit Streicher, ihr Thema ist der Mensch und sie sagt, es gibt einen Exit und der heißt Nein! Herzlich willkommen. Wie immer möchte ich meine Rede eröffnen, indem ich alle anspreche. Liebe Ungeborene, liebe Heranwachsende, liebe Erwachsene bis ins hohe Alter, wir sind mehr als eine Sozialversicherungsnummer. Wir sind mehr als unser IBAN-Code. Wir sind mehr als unsere Passnummer und wir sind mehr als unsere Schulkennzahl. Darauf werde ich dann noch genauer eingehen. Wir haben alle eines gemeinsam. Wir sind Menschen. Wir spüren, wir fühlen und wir denken. Und diese Masken und diese Abstandsregeln und diese übersteuerte Hygienevorschrift, sie kränken, sie machen krank, sie beeinträchtigen die psychosoziale Entwicklung vom Kleinkind an bis ins hohe Alter. Wir entwickeln uns ab dem Austritt aus dem Mutterleib, bis wir in eine andere Lebensform hinübergehen. Und das Erste, was ein Ungeborenes spürt, ist die Berührung durch das Umspültwerden vom Fruchtwasser. Und das Letzte, was ein Mensch spürt, wenn er in eine andere Lebensform geht, ist die Berührung und ein Händedruck. Und keine Maschine und kein Code. Und da, wenn es um die Attests geht. Ich möchte jetzt noch einmal, es liegt auch im Bildungsministerium, nicht Bildungsdirektion, bitte Bildungsministerium, liegt vor, dass ich Magistra bin, das bedeutet Pädagogik, Erziehungswissenschaften, kenne mich besonders gut mit Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen aus. Nicht nur, weil ich sie selber durchlaufen habe, sondern weil ich Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen ausgebildet habe. Und ich gedenke, es auch wieder zu tun. Und mein Doktorat ist eine Zusammenschau aus Pädagogik, aus Neuropsychiatrie. Darum kenne ich mich sehr gut aus mit Konzentrationsstörungen, mit Schädigungen, die durch Sauerstoffmangel entstanden sind. Und so weiter, auch Neuropsychologie und Tiefenpsychologie. Und deswegen heiße ich nicht nur Bildungswissenschaftlerin, sondern auch ganzheitliche Therapeutin. So, und aufgrund dessen, meiner wissenschaftlichen Vorbildung und meinem Kontakt mit Menschen, mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Jugendlichen, mit Menschen einfach, die mir ihre Sorgen und ihre Probleme schildern. Manche persönlich, manche über Telefon, viele auch über E-Mail. Und da geht es nicht darum, dass man bei mir schreibt, Luftnot, fertig, und dann haben wir, und Geburtsdatum und das Adress wird ausgeworfen. Nein, bin nicht so schnell, dauert auch bei mir länger, bin ein Einfrauunternehmer, aber jedes einzelne Attest, das ich ausstelle, ist geprüft und das ist genau das, was ich meinem wissenschaftlichen Eid an der Universität Wien geschworen habe. Ich werde wissenschaftliche Erkenntnisse immer prüfen,
wie man den Prozess des Gewahrhaltens unterwerfen. Und ich werde nie, nie gegen den Menschen arbeiten. Und jetzt halte ich ein. Und jetzt habe ich etwas. Ihr werdet merken, ich bin etwas bewegt. Ich habe in den letzten Wochen eine Fülle von Anfeindungen bekommen. Von Anfeindungen von jenen, die ich ausgebildet habe, die mit mir im selben Boot, in derselben Lehrveranstaltung gesessen sind, die doch tatsächlich sagen, sie ist kein Wort, also ist das Ganze wertlos. Man kann ein Blatt Papier zerknüllen. Was man aber nicht zerknüllen kann, ist, dass ich das Duplikat bei mir habe. Und nicht am Internet. Hab ich ausgedruckt. Und da steht hinten oben nicht nur die Sozialversicherungsnummer, die interessiert mich nicht, sondern da steht hinten drum, was die Gründe waren. Und für mich ist es Grund genug, wenn eine Mutter mir erzählt, ich will nicht haben, dass mein Kind das Psyche geschoben hat. Ich will aber nicht haben, dass die Masken drauf. Aber wenn ich eine Maskenbefreiung erzählt habe, bin ich die Einzige in der Schule und dann wird mein Kind diskriminiert. Oh gut, das ist eine Möglichkeit, aber wir haben auch noch eine andere. Und die andere Möglichkeit ist, erst wenn wir verstehen, warum so viele Menschen schweigen, und das versuche ich euch jetzt ein bisschen näher zu bringen, es wird nicht allzu lang dauern, aber ich möchte ein bisschen auch dahinter schauen. Ja, wir knüllen das wieder auf, weil ein Blatt Papier kann ungültig sein, aber ein Mensch kann niemals ungültig sein. Ein Mensch kann auch niemals illegal sein. Ihr werdet euch fragen, warum ist mein Kind die Einzige? Das Einzige. Ihr werdet euch fragen, warum bin ich im Betrieb die Einzige oder der Einzige? Warum machen alle anderen mit, ist vielleicht doch etwas dran? Und da muss ich ein bisschen ausholen in den März 2020, wo unser Bundeskanzler vor versammelter Runde erklärt hat, und das hat auch mit mir etwas gemacht, es gibt keine Alternative. Und solange in unseren Köpfen, in unseren Gefühlen, dieses Gefühl, es gibt keine Alternative drinnen ist, werden wir auf diese Alternativlosigkeit reagieren. Die einen reagieren, indem sie Erlebnisreaktionen haben. Ich spreche nicht davon, dass ein Kind krank ist oder traumatisiert oder wie auch immer. Ich spreche davon, dass es auf diese unerträgliche Situation reagiert. Das heißt, Dinge, die es einmal gekonnt hat, kann es auf einmal nimmer mehr. Früher war es doch angenehm, ein Frühstück zu essen. Jetzt schweife ich gleich wieder raus, weil ich so viel Angst habe, weil ich in den Schulbus einsteigen muss und dann muss ich schon wieder die Maske aufsetzen. Ja, das Kind hat aber jetzt keinen Lagenschaden. Das Kind hat auch keine Krankheit. Darum braucht es einfach nur eine Elternschaft, eine Lehrerinnenschaft, die das, was es verursacht, nämlich weggibt, die Maske. Und da möchte ich noch etwas sagen. Zu den Adressen, die sind alle gültig und noch einmal, die basieren auf den konkreten Schilderungen, die ich aktiv wahrgenommen habe, wenn die Leute meine Praxis aufsuchen oder wenn sie mir ihre Geschichten erzählen und schreiben. Jene Menschen, die zusehen, haben auch Erlebnisreaktionen, vor allem die, die sagen, es schadet uns überhaupt nicht. Die 5 Minuten zum aufs Klo gehen, schaffe ich schon. Ja, beim Klo gehen, das eh runternehmen. Gut so, freut mich. Wir können maskenfrei und unser Geschäft erledigen. Nur, alleine die Tatsache, dass diese Menschen sagen, das hält man schon aus, das ist kein Problem, da müssen wir durch, zeigt, dass das ihre Sorgen ist, sich damit zu identifizieren. Und jetzt ein bisschen ein Ausblick, was Menschen machen, wenn sie in ausweglosen Situationen sind. Und wir haben alle möglicherweise das Virus in uns. Also müssen wir uns mit jenen identifizieren, die dieses Virus von uns wegbringen wollen. Also haben wir Lust,
Dankbarkeit, Demut an den Zwangsmaßnahmen. Und solange den Menschen nicht klar ist, dass sie sich nicht fürchten brauchen, dass es einfach nur darum geht, ein kollektives Nein zu sagen. Viele Menschen sitzen in der Besuchergalerie und sagen, na schau, der Äffler hat es nicht gebracht, die Sträucher schon gar nicht, die ist nicht einmal Ort. Habt ihr ja von Anfang an gesagt. Ich fordere diese Eltern auf, endlich aufzusagen, ihr braucht kein Atel. Ihr solltet euch einfach mit jenen, die einfach früher als ihr reagiert haben, solidarisieren. Und dann steht die gesamte Elternschaft auf und sagt, liebe Lehrerinnen, wir wollen unsere Bildung zurück. Unsere Bildung. Unsere Bildungsprotagonistinnen vom Kindergarten angefangen bis zur Universität ist, Bildung zu vermitteln und zu ermächtigen und nicht zu demütigen und nicht die Angstspirale weiter zu drehen. Und ich glaube, es geht nur darum, dass wir Menschen, die einfach sagen, ich halte schon auf, sich einfach darauf besinnen, was wir aushalten, ist einfach die Herausforderungen, die das Leben bringt. Und das ist nicht Demütigung auszuhalten. Das haben wir nicht nötig und das werden wir auch nicht zulassen und das werden wir auch wirklich nicht hinnehmen. Und ich möchte noch einmal an die Lehrerinnen und an die Kindergärtnerinnen appellieren. Diese Form der sogenannten Zwangserziehung, Masken tragen, Abstand halten, übersteuerte Hygienevorschriften, beeinträchtigt ihre Bildungsarbeit. Sie verlieren das Ansehen vor den Eltern, vor ihren anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Sie brauchen nicht das Ansehen von irgendwelchen selbsternannten Direktoren. Sie brauchen das Ansehen jener, die ihnen anvertraut sind, damit sie an unserem gesellschaftlichen Prozess teilhaben können. Das fängt an im Kindergarten. Es wird nicht mit Maske gesungen. Es wird nicht mit Maske gesungen. Masken hat sogar, ich weiß nicht, irgendein Minister, es ist jeder Falsche, auch egal, irgendeiner hat gesagt, im Wesentlichen geht es ja um die symbolische Kraft, damit wir uns immer bewusst sind, dass wir das tödliche Virus in uns haben. Meine Lieben, das ist Kapferziehung, das ist klare, schwarze Pädagogik. Schwarze Pädagogik. Das ist nicht ideologisch gemeint, sondern das ist eine Pädagogik, die letztendlich darauf abzielt, Menschen klein zu halten, aber nicht mit Schlägen, aber auch nicht mit bewusster Maßregelung, sondern einfach mit einem Maskengesicht, ohne Regung. Und immer das Stereotype wiederholen, es ist Vorschrift. Gar nichts ist Vorschrift. Schwarze Pädagogik zielt ab, Menschen klein zu halten. Und schwarze Pädagogik zielt ab, mit der Angst Menschen gefügig zu machen. Und ich habe auch, nicht nur weil ich hier große Töne tröte, ich habe genau das auch an das Bildungsministerium geschrieben. Ich habe gesagt, was immer der Plan dahinter ist. Wenn wir so weitermachen, haben wir 2021 und die folgenden Jahre gebeugte Menschen, die nur noch auf das Smartphone starren und auf ihren Befehl warten. Und dann werdet auch ihr als Regenten überflüssig werden. Wenn das euer Ziel ist, dann nehme ich sofort meinen Hut und beende das Ganze. Also die sind informiert, so ist es nicht. Ich bin keine Wildgewordene mit kruden Gedanken, die für die Atteste aufsteht, sondern das ist evidenzbasiert und mitmenschlich. Und abschließend, ich bin nicht die Retterin der Nation. Ich
bin auch nicht die Mutter der Räder, scheue auch nicht einen geringsten Ekel, aber ich bitte, dass jene Kolleginnen, die auch therapeutisch arbeiten, und jene Ärztinnen, die gefällig nicht untergraben, wenn sie mich auch nicht unterstützen wollen. Und in diesem Sinne möchte ich abschließen, weil ich das immer so mache, eine Frau, die von einer ganz anderen Branche kommt und die ich ein bisschen abändere, weil ich manchmal Dinge auch gerne anders sehe. Ich zitiere hier frei nach Bertha von Suttner. Die Masken nieder! Danke! Eine starke Frau, die euch zu einem Nein aufmuntert. Nein, wir müssen lernen, Nein zu sagen. Können wir das mal alle gemeinsam probieren? Auf 1, 2, 3, Nein. 1, 2, 3, Nein! Ich höre euch nicht. 1, 2, 3, Nein! Ihr seid großartig. Perfekt. Vielen Dank. Danke, liebe Merit. Ein paar starke Worte. Auch an Sie könnt ihr dann Fragen stellen, wenn ihr wollt. Sie wird sich dann auch der Publikumsdiskussion selbstverständlich zur Verfügung stellen. Noch einen Aufruf, falls jemand von euch gerne im Anschluss auf die Bühne möchte, weil ihm etwas am Herzen liegt, weil er eine Geschichte erzählen möchte, die anderen Mut machen soll oder sie abschrecken soll, dann meldet euch bitte auch. Merit, wenn ich dich auf die Bühne bitten darf. Es sind einige Fragen reingekommen, teilweise wurden sie schon beantwortet, beziehungsweise sind die Herrschaften direkt zu den Sprechern gegangen, habe ich gehört. Ich hätte gerne eine rechtliche Frage geklärt gehabt, aber leider der Dr. Roman Schießler musste früher weg. Aber eine Frage, das ist eine ganz, ganz wichtige, die ist ein paar Mal schon aufgetaucht. Und zwar lautet diese, wieso besteht so wenig Empathie der Menschen mit Angst gegenüber, man sollte sie doch eher aufklären und nicht über sie schimpfen. Magst du dazu was sagen, liebe Merit? Ja, sehr gerne. Ich bin wirklich die Letzte, die gegenüber Menschen, die Angst haben, aggressiv ist. Dass ich vielleicht heute aufgebracht war, weil ich auch merke, dass Menschen, die Angst haben, sich an mich wenden und sagen, ich will nicht, dass mein Kind, ich will auch nicht mit meinem Arbeitgeber Schwierigkeiten machen, aber ich kann die Masken nicht tragen und da haben die bei mir auf jeden Fall das Verständnis. Ich sehe aber auch Menschen, die in der U-Bahn, ich bin aus Wien, eben mit Angst durchs Leben gehen und es tut mir wahnsinnig leid, ich weiß, dass es wirklich wichtig ist, aufzuklären, dass wir dieses tödliche Virus nicht in uns tragen. Das gibt es nicht in der Form. Und wenn wir eine Krankheit haben, dann gibt es Ärzte, die uns wirklich, Ärztinnen, die uns wirklich helfen. Und ich bin sicher nicht aggressiv, erwarte aber auch von jenen Menschen, die nicht einer Aufklärung folgen wollen, jenen, die das nicht aushalten, auch mit Respekt entgegentreten. Und wenn wir das beide tun, dann gibt sich diese Frage hoffentlich für Sie beantwortet. Ich bin sicher niemandem gegenüber aggressiv. Dass mir manchmal mit Aggression begegnet wird, das ist kein Thema. Damit werde ich fertig. Es geht nur miteinander. Es geht wirklich nur miteinander. Danke. Fragestellerin, ist die Frage damit für dich beantwortet? Wo ist sie? Vielleicht gar nicht mehr da, vielleicht schon abgereist. Ich möchte gern auch was dazu sagen, weil mir das selber hin und wieder passiert in meiner Ungeduld, dass ich Menschen gegenüber die Angst habe, egal ob es jetzt Angst ist vor dem Virus oder Angst ausgeschlossen zu werden, den Job zu verlieren, angepöbelt zu werden im Geschäft oder was auch immer, dass es auch mir nicht immer gelingt, in der Liebe zu bleiben
und im Verständnis zu sein. Und man muss sich, glaube ich, selbst an der Nase nehmen. Wir sind nicht gescheiter oder besser. Wir sind alle eine Menschheitsfamilie. Wir sind alle unterschiedlich. Und wir dürfen in Liebe und Sorgsamkeit miteinander umgehen. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Aufruf, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, sie dort abzuholen, wo sie sind, ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und ihnen nicht unbedingt mit Brachialgewalt ins Gesicht zu fahren. Da bin ich auch dafür. So, es gab noch eine Stimme, eine Dame wollte noch...